Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir das neue One Piece für die PlayStation 4 aus, und zwar One Piece Burning Blood in der Marineford Edition von Bandai Namco. Gibt es in der PS4-Fassung auch für die PlayStation Vita und für die Xbox One. Bei uns ab 12 Jahren freigegeben und PG auch ab 12 Jahren. Ja, hier sehen wir den Karton. Ich zeige euch natürlich gleich den Inhalt nochmal einzeln, ein bisschen näher. Da haben wir dieses Motiv. Auf der Rückseite haben wir dann dieses Motiv. Enthalten ist da das Spiel, das Grab von Whitebeard, die Figur von Whitebeard, so ein Deorama und ein Artbook. Und dann haben wir hier nochmal dieses Motiv. Und ja, ich würde sagen, wir holen das mal raus. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich hoffe, die Kamera wackelt jetzt nicht zu sehr, weil ich habe das ein bisschen ja, provisorisch aufgebaut. So, aber die wackelt doch schon einiges. Und ja, holen wir das mal raus. So, da haben wir dann das Diorama, dann haben wir nochmal einen extra Karton, wo diese Motive sind. Und ich hoffe, das passt alles. Und ja, ich würde sagen, wir holen erstmal die Figur raus und dann gucken wir uns das gleich alles mal nochmal genauer an. Das baue ich dann eventuell später auf. Was ich schon mal ein bisschen schade finde, ist, dass Bandai Namco hier diesmal keine Folie rumgemacht hat. Aber die Hülle hat, so wie es aussieht, keine Kratzer. Und ja, dann haben wir hier die Figur vom Whitebeard. Ich hoffe, ich kriege die überhaupt zusammengebaut. Die hole ich dann gleich mal raus. Die stelle ich dann nochmal mit dem Diorama vor. Das baue ich dann nochmal auf. Dann haben wir hier das Artbook. Das gucken wir uns dann gleich an. Und das Grab. Das baue ich euch jetzt auf. Und dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Und dann seht ihr das gleich mal alles von der Vorderseite. Also bis gleich. Und da sind wir wieder. So, hier haben wir einmal Whitebeard. Ja, so sieht die Figur aus. Ich hoffe, man erkennt es jetzt ein bisschen durch den Licht. Wird das ein bisschen stören. Übrigens, das hier unten kann man entfernen. Das habe ich nur so zum Beispiel. Ist das, das macht man am Bein. Und ja, dann kommt der Stapel, die Waffe hier dran. So sieht das Gesicht aus. Ich hoffe, man erkennt nur alles. Hier hinten sieht dann Whitebeard so aus. Der Kopf war übrigens los. Den kann man abmachen. Und ja, mache ich das mal wieder richtig. Das sind ganz viele Kleinigkeiten gewesen, die man hier festmachen kann. Den Fuß wieder rein, dann die Waffe dazwischen stecken. So. Okay, kriege ich gerade nicht hin. Eben habe ich es hingekriegt. Jetzt geht es gerade nicht. So. Und das Grab. Ja, das sieht so aus. Ja, die Blumen und so musste man dran machen. Ich glaube, den Text erkennt man jetzt nicht. Und ja, ist ganz nett. Also ich hoffe, dass ich einen guten Platz für dieses Motiv finde. Also dieses Diorama, das sieht schon cool aus im Hintergrund, wo die ganzen ja, Männer da nochmal stehen, beziehungsweise die Marine da hinten. Und ja, die Serie habe ich noch nicht so weit verfolgt. Ich habe letztens zwar die Folge gesehen auf ProSieben Max, wo Whitebeard, ja, ich glaube, getötet wurde. Ich habe es dann nicht mehr weiterverfolgen können wegen der Arbeit. War aber sehr spannend, die Folge, und ja, ich muss auf jeden Fall die Serie mal weiter gucken. War auf jeden Fall interessant. Ich zeige euch gleich nochmal die Figur von hier, von der oben sich. Mache hier nochmal einen kurzen Schnitt. Dann gehen wir jetzt nämlich mal auf das Spiel und das Artbook ein. Bis gleich. Und da sind wir wieder. So, hier haben wir einmal das Spiel. So sieht es dann aus. Und es gibt 1 bis 2 Spieler an einer Konsole. Online kann man bis 1 bis 4 Spieler spielen. Braucht 10,59 GB. DualShock 4 Vibration wird unterstützt. HD Videoausgang 720p, 1080i, 1080p. Unterstützt Remote Play und Cross-Feature zwischen PS Vita und PlayStation 4. Ja, gucken wir mal rein. Da haben wir ein Poster drin. Dann haben wir hier, na, wenn ich es rauskriegen würde, Werbung für One Piece Merchandise, Schlüsselanhänger, Tassen, den Chopper da unten habe ich ja, und die kleinen One Piece Figuren, ja. Dann haben wir hier das Poster, ich glaube, das ist auch bei jeder Edition dabei, auch bei der normalen, und finde ich immer nett. Ob es dann aufhängen werde, ist eine andere Sache. So sieht es dann aus, so sieht es dann hier unten aus, also praktisch das Motiv des Covers, und so sieht die Spiele-Disc aus. Keine Bandai Namco Punkte, schade. Ich denke mal, weil sie jetzt diesen Shop haben, wird es die nicht mehr geben. Und ja, finde ich etwas schade, muss ich ehrlich sagen. Oder sind die auf der Rückseite drauf? Ach, hier sind sie ja. Okay, sind doch dabei. Sind auf der Rückseite. So, lege ich das mal rüber. Und dann nehme ich das Artbook. Das Artbook hat leider kein Hardcover. Aber wir gucken jetzt da mal rein.
Da haben wir hier, glaube ich, den Producer. Ups, okay. Achso, das war da drin. Das kann man raus. Das ist ja okay. Dann lasse ich das jetzt mal so. Dann haben wir hier ein paar Bilder. Wahrscheinlich zeige ich euch wieder alles. Das Video kommt mir ein bisschen chaotisch vor mit den ganzen Schnitten. Es tut mir leid, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ja, hier sind wir den ganzen Spielecharaktere. Ich glaube, es sind 40 Charaktere gewesen, stand auf der Box hinten drauf. Oder 30. Oh, Nami. Sexy. Ja, Smoker, einer meiner Lieblingscharaktere im One Piece Universum. Nico Robin, Crocodile. Ja, auf die meisten kenne ich es jetzt alle. Den fand ich, das war ein Wegpunkt. Cranky. Hier, da haben wir doch hier von dem Charakter von Perona wurde jetzt von der lieben Sevi ein Unboxing gemacht zu der Figur. Die könnt ihr euch ja mal angucken. Das Video werde ich euch mal verlinken, beziehungsweise sie hat die Figur vorgestellt. Hat sie sehr gut gemacht. Grüße an dieser Stelle. Und den kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Und den kenne ich auch. Doch, den glaube ich, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, die ist auch toll. Aber den, ja doch, den kenne ich aus dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich den auch aus der Serie kenne. Wahrscheinlich. Ja, da haben wir den Hintergrund, also dieses Diorama-Bild. Oh, jetzt sind die Seiten ein bisschen hochwertiger noch. Mal so Fotopapier. Finde ich ja richtig cool. So, insgesamt zu der Collection kann ich sagen, die hat 109,95 Euro gekostet. Ich finde die für den Preis total in Ordnung. Die Figur gefällt mir. Das Grab gefällt mir. Das mit dem Diorama gefällt mir. Das mit dem Artbook, der hätte ich mir gerne Hardcover gewünscht, aber ansonsten bin ich total zufrieden und ja, muss man als One Piece Fan, glaube ich, in seiner Sammlung haben. Ich bin total zufrieden damit. Wenn ihr es bei Amazon vorbestellt habt, dann konntet ihr noch ein DLC kriegen. Ich weiß gerade aber nicht mehr, was das waren. Schon, es waren Kostüme für Ruffy, bin mir nicht sicher. Und ich glaube, bei GameStop konnte man es vorbestellen, dann hat man ein Steelbook, glaube ich, bekommen. Aber ich weiß nicht, ob man das auch bei Amazon bekommen hat. Sie kannte ich auch noch nicht, aber von der Figur gibt es auch eine Vorstellung bei den... jetzt vergesse ich nochmal deinen Namen, Julia, auf YouTube. Ich weiß es gerade nicht. Aber es gibt ein... Ja, eine Figur-Review dazu bei dem lieben Julian. Und das werde ich euch auch mal in der Beschreibung verlinken. Hier nochmal die kleinen Figuren. Und dann war es das mit dem Artbook. So, da haben wir das, dann haben wir das, die Figur und das, die wollte ich ja noch mal näher zeigen von hier, so, also so könnt ihr noch mal, tun wir den Stab weg, ach, kriege ich gerade nicht raus, das könnt ihr nämlich hier oben entfernen, hier so, dann könnt ihr den Stab rausziehen, nach unten aber diesmal, und dann sieht die Figur so aus. Nochmal ins kleine Detail, dann haben wir nochmal diesen, ja, Steine, Knochen, da Steine werden es sein. Und das Grab, ich hoffe, es bleibt jetzt zusammen. Dem Text, den man leider jetzt nicht sehen kann. Ja, ich bin ganz zufrieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, euer Galvatrons. Tschüss!